Recht herzlich willkommen zur 36. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir hatten leider einen Todesfall wieder. Aber okay, das passiert in der Wissenschaft, da kommt es immer wieder darauf an, dass es manchmal Todeskommandos sind. In diesem Fall sind wir ja nicht so die idealen Leute. Wir waren Bedienungsfehler. Leider einmal eine Stufe mehr gemacht, das heißt den Fallschirm ausgelöst und der dann in der Atmosphäre verglüht ist. Okay, wir haben letztes Mal noch ausgebaut, hier ein paar Dingens höher gemacht, größer gemacht. Und wir müssten jetzt gucken, dass wir unsere Rakete umbauen, um diesen Test noch zu machen, weil das war fehlgeschlagen. Wir können aber die alte eigentlich umbauen. Und zwar war das diese, die ja eigentlich gar nicht so schlecht war, nur hier in diesem Bereich. Oder doch nicht in dem Bereich. In dem Bereich, da. Dieses Teil ist dort verkehrt. Da müssen wir einen ganz normalen reinbauen. Den hier. Und diesen hier tauschen wir mal aus, ne? Der weg. So, wir müssen dann nachher da oben den Sinkflug einleiten, dass wir schon mit dieser Einheit den Orbit verlassen. Aber, nee, warte mal, das könnte vielleicht die Aufgabe verhindern. Da müssen wir im Orbit sein, um das zu machen. Dann geht das erst, okay. Ja. Das würde bedeuten, dass wir das anders gestalten müssen dann doch. Dann lade ich doch nochmal die andere Rakete. Also, nee, save nicht. Don't save. Dann lade ich doch nochmal die. Und wir müssen gucken, dass wir das hier in so einer Form machen. Nee, das geht auch nicht. Wo können wir so einen Teil denn noch anbauen? Hier. Mal Rakete gerade drehen. Da wäre ein Dockpunkt oder was. Geht aber so irgendwie nicht, ne? Ah. Jetzt kommt mir nicht die Idee, das Teil da dran kriege. Um da oben hochzukommen, brauche ich dieses Teil. Mach mal da ab. Ne, nochmal weg, der ist verkehrt jetzt hier gerade. Ich glaube, wir sollten das anders gestalten. Wir sollten hier noch einen größeren Tank reinbauen. Das sind Triebwerke, keine Tanks, die Tanks sind da. Den dorthin bauen. Und den da einbauen. Das Ganze da mal holen. Das ist ein Riesending geworden schon. Dann, nee, da ist schon richtig. Den trennen, den wegtun. Einen kleineren nehmen. Dahin. So, das ist der nächste Versuch in dem Sinne. Gleiche Rakete, nur dieser Tank brennt länger. Wir müssten höher kommen und den Orbit damit vielleicht noch schaffen. Dann passend Orbit trennen und dann damit zurück. Ich mache das mal zu V3.
Wir müssen gerade gucken, ob das noch alles passt. Die 3 ist klar mit dem Haupttriebwerken, ja. Die trennen wir dann ab. Dann trennen wir das ab. Dann starten die auch. Dann trennen wir dort ab. Starten den. Trennen da ab und hoffen, dass wir dann nicht den Fehler wieder machen. Gut. Save. Und das war's. Kurz einmal hier in die Crew rein. Jetzt ist wieder ein Ingenieur drin. Wir haben hier aber einen Piloten. Wir haben sogar 2 Piloten. Potke Kermen oder Nalster Kermen. Beide gleich schlecht. Gut. So, save nochmal. Und dann würde ich schon sagen, können wir eigentlich auf die... Na, wir müssen gerade nur gucken, dass die Höhe passt. Die ist ein bisschen zu hoch. So. Auf die Startrampe. Und los geht's, oder? Ja, versuchen wir's, ne? Ja, wir hätten noch... Naja, lassen wir, machen das mal mit dem jetzt hier. Das ist schon schwierig genug für uns wieder, ne? Ich denke, wir starten mal nur mit den 3 Triebwerken, oder? Oder sofort voller Schub und dann hoch. Ja. Voller Schub und dann hoch, was ist das? Ich glaube eigentlich schon. Okay. Soweit, so gut. Einmal die Karte rein. Passend drehen. Reinzoomen. Und wieder zurück. Und dann denke ich mal, ist es soweit, oder? 3, 2, 1, go! Dass wir da den richtigen Weg finden, ne? So. Die Zusatztanks sind leer, können weg. Ja, die wackelt aber ganz gut, ne? Hier mit unserer Apoapsis aus. Irgendwas ist da überhaupt nicht gut gegangen, oder? Nee. So, dann denke ich mal, können wir weiter einschränken. Oh. Wir sind schon wieder viel zu hoch. Schub wäre vor allem ganz wenig gewesen, ne? 103.000 Meter. Das ist viel zu viel, was wir da gerade wieder veranstalten. Oh, schon alle. Ja, das war's dann schon wieder, ne? Ja, und das, weil wir falsch gesteuert haben, in dem Sinne. Toll, schwereloser Raum schon. Fast. Tja. Kriegen wir da noch was hin? Ich glaube eher nicht, ne? Ja. Triebwerk geht auch gar nicht an. Was ist das für ein Problem? Achso, Staging ist noch gefragt. Aber ich glaube, wir steuern das Ganze von hier, hatte man mir ja gesagt. Und ich sollte erstmal aufrücken bis zur Apoapsis, ne? Oder wie war das? Und wir müssten definitiv ein bisschen niedriger wieder werden. Und ich mache trotzdem den Vortrieb schon mal noch. So.
Ah, der Kraftstoff ist aber relativ viel da. Verlieren nur an Höhe, das ist auch gut so. Ja. Sekunden sind wir an der Apoapsis. Fällt mir gerade ein. Das Entscheidende für unseren Test haben wir schon abgesprengt, ne? Also brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, diesen Versuch weiterzumachen. Das heißt, wir steuern jetzt mal hier in das Wasser da noch rein. Ja. Eine Wasserlandung hinkriegen. So, sollte sie eigentlich funktionieren, oder? Kraftstoff wäre noch da. Fallgeschwindigkeit nachher abbremsen, aber das geht mit dem kleinen Triebwerk wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl ein Versuch wäre es ja wert, oder? Ah. Bisschen noch weitermachen. So, da hinten. Wir werden aber noch vorher abgebremst, dann müsste das ja kürzer werden, wenn ich mich nicht irre. Nochmal Rad schneller vor, bringt ja so nix. So, jetzt sind wir schon auf dem Weg in die Atmosphäre. Ich sprenge das ab, weil das bringt nichts, das Blaue mitzunehmen. Gibt es hier einen Statusbericht in irgendeiner Form? Nein. Können wir uns auch sparen in Zukunft, oder wie sehe ich das? So, in Flugrichtung. Na. So, passt's. Jetzt haben wir da das Blickfeld. Wir sind schon über dem Wasser. Und, oh. Wir würden schon aufs Land stürzen. Aber eigentlich müsste das auch kürzer werden, oder? Dann sind wir ja nicht gleich wieder zu Hause oder so. Könnte auch sein, ne? Muss das nicht irgendwie kürzer werden? Oder ist das schon einberechnet? Das könnte natürlich auch sein. Schöner Blick jetzt hier bei Tag. Ja, das ist so eine Halbinsel hier, wo wir dann runterkommen, oder wie sehe ich das? 20.000 Meter. Ist ein Statusbericht? Nein. Jetzt werden wir langsamer. Und deswegen stürzen wir doch ins Wasser, dann passt's ja. So in der Nähe der Küste, das war auch mein Wunsch. Notfalls kann er an Land schwimmen, ne? Wunderbar. Irgendwann ein Statusbericht? Nein. So. Ne. So. Flugbahn so ein bisschen halten, ne? 5000 Meter, Wasser ist da ja. Irgendwas anderes ist gerade, glaube ich, gelandet. Kein Statusbericht. So, irgendwie bei 1500 lassen wir den Schirm raus. Okay, passt. Statusbericht gibt's noch nicht. Wird sich auch nicht ändern, denke ich, ne, oder? Ne. Vielleicht eine Wasserlandung, weiß ich nicht, ob wir die schon hatten. 300 Meter runter noch. Ein bisschen schneller machen. Und langsam, damit er uns nicht kaputt geht, weil das ist ja irgendwie die Zeitbeschleunigung. Ist ja auch hier
dass es was zerstören könnte. Da gibt es keinen Statusbericht. Und da sind wir glücklich und zufrieden wieder runter. Gibt es was von der Wasserlandung zu berichten? Nein, gibt es nicht. Gut. Dann können wir bergen. Leider kein Auftrag erledigt. Schade drum, ist ein bisschen schwierig, das mit dem Orbit da oben. Da müssen wir nochmal genau drüber nachdenken, was wir da machen müssen. Ne? Vielleicht gibt mir jemand einen Tipp in den Kommentaren, wäre super. Ja, gut. Science. Nummer 21 Punkte immer noch. Hat sich nichts geändert. Da war es ein bisschen zurück. Na, er hier einmal XP gained. Sonst nix. Gehen wir gerade noch in die Aufträge rein. Liquid Fuel Engine soll ich testen. Engine Lenkqualität. Ah, das ist da oben in der Luft auch. Was haben wir hier? Soll ich da oben testen? Das ist jetzt auch nicht. Ja, da geht's schon zum Mond. Ich glaube, den hier, den testen wir nochmal. Wir machen dann den Radial Mount Parachute an die Seiten. Dann können wir den Test nämlich von dem Decoupler, den wir da testen sollen, nämlich oben aufmachen. Das ist vielleicht die ideale Idee dann. Wunderbar. Gut, dann können wir hier raus. Obwohl wir vielleicht jetzt auch mehrere Sachen machen könnten. Dann steigen wir da gerade nochmal ein. Da steht die Rakete, die wir haben. Eine zoomt. Den Parachute. Ne, das war da oben ist er. Den dann da dran gemacht. Riesending, ne? Kriege ich den irgendwo noch hin, ohne dass ich ein Problem habe? So, die Antenne sitzt jetzt ein bisschen doof, ne? Die Antenne noch mal haben. Die mache ich mal hier hin. So. Jetzt sitzt er besser. Gut, okay, dann kann der WCH weg. Und dann brauchen wir das hier weg. Den dort ab. Habe ich den jetzt abgelegt? Nein, noch nicht. Den Kran. Den richtigen Decoupler da dran. Aber warte mal. Dann baue ich das wieder um. Hätte ich mal die andere Rakete genommen, ne? Das wäre besser gewesen. Ne, das war verkehrt. Oder? Das Triebwerk ist jetzt weg. Ne, das habe ich da eingehangen. Den Decoupler da dran. Ja, muss ich erst dran machen. Dann da abzupfen, dann kann ich den wegschmeißen wieder. Weil den Orbit haben wir mit der geschafft. So, kurz an die passende Höhe. Und dann den da drauf. So, jetzt müssen wir nur die Reihenfolge richtig machen. Die sind richtig. Das ist richtig. Außen abtrennen ist richtig. Da abtrennen, nächste Stufe an, ist auch richtig. Den müssen wir da irgendwo hinschieben. So, da waren wir. Abtrennen. Dahin. So. Das muss eine Handauslösung werden, irgendwie. Geht das?
Weiß ich jetzt gar nicht. Gute Frage, ne? Kann man den von Hand auslösen? Weil wenn das nach der Reihenfolge geht, habe ich ein Problem. Kann ich die Reihenfolge nachher umbauen? Will ich hoffen. Ja, ich glaube, das ging immer noch, ne? Gut, aber ich mache mal hier eine neue Stufe rein. Setz den auf jeden Fall nach da, den davor. Und ich glaube, dann kann ich nachher noch umbauen. Gut. Ich will hoffen, dass das Ding nicht kaputt geht, während wir steigen. Lasse ich als 3 und speichere es so ab. Und will hoffen, dass meine Berechnungen jetzt gerade alle ganz richtig waren, dass es dann auch klappt. Der Pilot sitzt da noch drin, ist safe. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Runde auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.